Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wenn ich auf diesem Sofa sitze, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen. Eigentlich sollte dieses Video, was ihr jetzt gerade seht, ganz anders sein. Eigentlich war das Thumbnail auch für dieses Video so. Jetzt ist es etwas anders, denn als ich das hier gestern hochgeladen habe, zusammen mit einem anderen Video, was mir sehr viel bedeutet, da gab es auf einmal Probleme. Bei dem anderen Video, nicht bei diesem hier, aber das ist ein Begleitvideo, das erklärt sich gleich. Und zwar hatte ich natürlich Urheberrechtsprobleme im Vorfeld, das war kein Problem, da stand da ja, hier kann ich monetarisiert werden, ist mir scheißegal, aber kann immerhin gezeigt werden. Dann, in dem Moment, wo ich gedrückt habe, ja, veröffentliche dieses Video, hieß es auf einmal, nein, da sind 13 Lieder drin, die weltweit blockiert sind, und da dachte ich mir, holy shit, da schlackert mir doch die Vorhaut. Das Problem ist, dass ich dieses Video wirklich sehr, sehr gern habe, dass ich da jetzt sehr viele Tage dran investiert habe, das schon im Vorfeld so zu schneiden. Ich wusste ja, dass ein paar Songs davor schon nicht in Ordnung waren. Die habe ich schon ersetzt. Und dann hieß es eigentlich, yo, alles cool. Aber mit dem Freischalten war auf einmal nicht mehr alles cool. Und das ist einfach nur hässlich. Ich habe ja schon länger ein Problem mit Urheberrecht. Was heißt Problem? Ich habe da eine Hardline-Philosophie. Ich habe immer alle meine Videos auf Creative Commons Lizenz gemacht, weil ich finde, so muss das Internet funktionieren. Ja, dass Teile untereinander einfach ausgetauscht werden, verändert werden, verbessert werden. Natürlich immer, indem man den Urheber auch noch verlinkt, erwähnt, was auch immer, um nicht natürlich irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt meins, dabei ist das von jemand anderem. So soll es natürlich nicht sein. Und ich weiß, dass ich hier auch von einer gewissen Utopie gerade rede, ja, dass ich so ein bisschen Wunschdenken habe, dass das Internet so funktioniert, wie alle tanzen im Kreis und singen Halleluja. Vielleicht nicht ganz so extrem, vielleicht einfach so ein bisschen mehr wie Wikipedia oder so. So ein bisschen so Open Source, so ein bisschen doch alles, so ein bisschen. Jeder fässt sich an und alle freuen sich dabei, aber ja, das ist meine Utopie vom Internet und ich finde, so sollte es funktionieren. Und ich weiß, dass man das so nicht umsetzen kann. Jeder will sein Geld, aber das Ding ist, ihr kriegt doch Geld. Also es ist doch so, dass wenn Leute das, und das kann man ja individuell entscheiden, wie man das handhabt, wenn Leute sagen, okay, ihr dürft meinen Song verwenden, aber ich kriege halt die Werbeeinnahmen, das ist doch cool. Warum entscheiden sich so viele Leute oder Verlage oder wer auch immer, Labels dafür, nein, das darf kein anderer hochladen, das ist Schmutz, denn da kriegen wir Umsatzeinbrüche. Ich sage, ich calle Bullshit, denn ich habe so viele Songs dadurch entdeckt, dass sie irgendwie in Skate-Videos verwendet wurden oder in irgendwelchen anderen Montagen, in irgendwelchen Compilations. Das ist einfach nur fucking Werbung, ja? Kostenlose Werbung in dem Sinne. Und dann gibt es ja auch noch die Werbeeinnahmen. Egal, ich laber hier um den heißen Brei. Ich werde jetzt hier an diesem kleinen Rant noch das Video von gestern ungeschnitten dran machen, weil der Inhalt ist der gleiche relativ, bis auf eine Änderung. Das andere Video, was jetzt hier hoffentlich gerade online ist, Susie Lee the Movie, erkläre ich im weiteren Video genauer, das ist jetzt sehr stark abgeändert online, wenn überhaupt. Und die Originalversion, die ist hier in der Beschreibung und in der Beschreibung des eventuell Online-Videos auch verlinkt auf Google Drive oder wo auch immer. Wir werden sehen, da könnt ihr euch die Original-Sounds anhören. Und das ist eine fucking Sünde für mich gewesen. Ich, der ich ja so liebe, auf Songs zu schneiden, dann so richtig random neue Songs da einzufügen, die dann überhaupt nicht mehr passen, die mit der Bildbewegung nicht zusammenpassen und so. Das ist eine fucking Sünde, aber was soll ich machen, wenn ich das anders nicht veröffentlichen kann? Zumindest auf dieser Plattform hier. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Liebe Leute, ihr könnt gerne eure Meinung zu Urheberrecht sagen. Ansonsten blende ich jetzt gleich das Video ein, was ich eigentlich gestern hochladen wollte, mit den ganzen Updates. Und Grüße gehen raus. Hört meine Musik auf Spotify und Co., wenn ihr Bock habt. Robin von gestern, was hast du noch zu sagen? Ja, genau. Ja. Ganz kurz fürs Thumbnail posieren. Hallo und herzlich willkommen bei diesem selbstlöschenden Video. Davon mache ich ja gerade irgendwie ein paar mehrere. Schön, dass ihr da seid. Ich habe ein Video gemacht auf dem Hauptkanal. Den kennt ihr vielleicht gar nicht, wenn ihr hier über die Real-Life-Videos draufgestoßen seid, Herr Newstime oder was auch immer. Dann kennt ihr den Hauptkanal vielleicht gar nicht. Da habe ich ein Video gemacht. Ist unten verlinkt, ein relativ wichtiges. Ist nicht mehr lange online. Guckt da gerne mal rein. Da ging es so ein bisschen um finanziellen Struggle, den ich gerade habe. Und dass ich eine Umfrage gemacht habe. Die ist hier auch verlinkt. Könnt ihr gerne mal machen, um den Content besser zu gestalten hier oder strukturierter. Je mehr mitmachen, desto besser. Auf jeden Fall danke an alle Leute, die da schon reagiert haben. Danke an die neuen Leute, die bei Patreon supporten. Richtig geil. Ich habe die Nachricht rausgeschickt an euch für die Telegram-Gruppe, in die ihr jetzt reinkommen könnt. Sehr, sehr geil. Jeder weitere, der noch dazukommen möchte, much appreciated. Sehr, sehr gerne. Danke dafür. Wer nicht mit Geld supporten kann oder möchte, gerne Glocke drücken oder sonst was mal. Erkläre ich alles im Video unten. Sehr, sehr geil, dass ihr da seid. Auf dem Kanal hier wird auf jeden Fall jetzt wieder mehr in Real-Life-Content kommen und also, ne, so
Parodien, prankiger Content auf der Straße, geile Scheiße, dummen Shit machen, weil Frühling kommt. Ja, da geht das natürlich ein bisschen besser. Und dazu kommt aber auch so ein bisschen diverserer Content, ja. Also ein bisschen verschiedeneres. Ich hasse es immer, Content zu sagen. Ich mache halt gerne geile Videos, ja. Aber es heißt halt nur mal Content. Egal, ich will es gar nicht so lange machen. Das ein oder andere ein bisschen experimentellere Sache wird hier auf jeden Fall kommen. So, aber Top 25 wird erstmal fertig gemacht, neuer Prank-Content, super geil. Aber diverser Content, jetzt am Beispiel Susie Lee The Movie, ist gerade hochgeladen, das ist das Begleitvideo, das soll dann ein bisschen drüber aufklären. Das wird nur eine einmalige Sache sein, das wird jetzt nicht ganz oft kommen, außer ihr sagt, Alter, das war ja der Wahnsinn, dann mache ich vielleicht mal wieder sowas. Das bezieht sich aber da nur auf Gameplay. Wer da schon drauf gedrückt hat, hat es gesehen, da ist nämlich Skate 2 und Skate 3 Gameplay drin, aber nicht irgendwelches, nein, meine absoluten YouTube-Anfänge von 2009 und 10. 2008 habe ich zwar auch schon ganz wenige Videos gemacht, aber das im Grunde die ersten wirklichen Anfänge. Das erste Video, was 100.000 Aufrufe hatte, ist da dabei. Und insgesamt haben diese Videos dafür gesorgt, die ersten Millionen Aufrufe zu holen. Das war wirklich ganz am Anfang. Deswegen habe ich auf dem Hauptkanal, den ihr vielleicht nicht kennt, schon immer Untertitel gemacht, weil da internationales Publikum war. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil das sind wirklich meine Anfänge. Und mir war es wichtig, die einfach mal gesondert alle zusammen editiert, remastert in möglichst guter Qualität, was in der Zeit leider nicht so gut möglich war. Manche Sachen sind auch nicht gut erhalten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn es euch überhaupt interessiert, könnt ihr da mal reinschauen. Kondensiert an einem Punkt in diesem Video, in diesem Movie, das ultimative Glitch- und Fun- und Hitbox-Porn-Video. Es ist wirklich geil, selbst wenn man nicht skatet oder die Spiele mag. Da sind Parodien von Assassin's Creed, von Mirror's Edge, von Dead Space. Wirklich richtig geile Sachen dabei. Ich habe da eine übelste Leidenschaft und man erkennt schon da die Anfänge von meinen Videos, die ich heute mache, nämlich gerne auf Musik zu schneiden. Das ist einfach ein großes Ding von mir und ich mache da auch heute einen Livestream dazu. Heute 20 Uhr bin ich live und schaue mir das ganze Ding nochmal an, erkläre so ganz viele Hintergrundinfos und versuche euch einfach so ein bisschen mit meiner Leidenschaft über dieses Thema so ein bisschen anzustecken, auch wenn ihr überhaupt keinen Bezug zu diesem Gameplay habt oder sonst was. Ich glaube, es kann trotzdem sehr entertainend sein. Das war schon wieder viel zu lang. Danke an alle, die die Umfrage machen, die hier finanziell supporten, die mit Gucken supporten, Glocke supporten, die im Stream dabei sind. Richtig geil. Danke, Leute. Es kommt ganz viel neuer Shit auf euch zu. Ich freue mich drauf. Ich freue mich über euch. Küsschen auf eure Augen. Ich hoffe, das war nicht zu lang. Tschüss. Guckt den Movie, guckt live, guckt irgendwas. Tschüss. Your walking style is not scary at all. If you could... Ah, oh. Fuck you, little boner. I miss the I don't give a shit from Dead Space.